Heute geht es um die verschiedenen Futterbeutel in unserem Anti-Jagd-Training-Online-Shop-Sortiment. Um erstmal zu klären, was ein Futterbeutel ist, haben wir hier einmal die Alma, die gerade einen apportiert hat. Und der Hund gibt einen den dann normalerweise hoffentlich in die Hand. Und dann öffnet man ihm diesen Beutel und dann darf er aus diesem Beutel dann letztendlich fressen. Natürlich kann ich auch selbst das Futter daraus nehmen, aber dafür sind dann Leckerchentaschen normalerweise praktischer. Der Vorteil von Futterbeuteln ist, dass der Hund, wenn er an Spielzeug per se kein Interesse hat, bei den Futterbeuteln in der Regel das Apportieren relativ schnell lernt, weil er weiß, wenn er es abliefert, bekommt er daraus das Futter dann. Also auch gut geeignet für futtermotivierte Hunde. Es gibt sehr, sehr viele verschiedene Futterbeutel und wir möchten euch die heute halt einfach einmal vorstellen, damit ihr einen Überblick bekommt, was für euch tatsächlich letztendlich das Beste ist. Das hier sind im Prinzip die Standardvarianten. Das ist der allergrößte in XXXL. Der ist tatsächlich für deutsche Doggen und andere Rassen mit großem Maul geeignet. Das hier ist so für Retrievergröße ungefähr gedacht. Der mittlere hier, schon so für Spaniel vielleicht auch noch ein bisschen größer. Und dann kommen die immer kleineren Varianten bis hin zu der Variante für den Chihuahua. Kleine Varianten lassen sich natürlich auch sehr gut für Suchspiele einsetzen, wenn der Hund nicht sofort Erfolg haben soll. Also auch für einen Hund in Almas Größe ist durchaus so ein Futterbeutel dann natürlich geeignet. Attraktiver sind meistens noch die Futterbeutel mit Echtfell. Die haben hier auch dann ganz normal einen Reißverschluss, sind meistens nicht ganz so robust, weil das Innenleben halt nicht im Gegensatz zu den anderen Varianten nicht wasserabweisend ist und dadurch auch meistens ein bisschen weniger stabil. Also hier kann man durchaus auch Feuchtfutter reinmachen, ohne dass das durchsifft. Aber ansonsten, wie gesagt, ein bisschen beliebter. Wichtig bei den Echtfutterbeuteln ist einfach nur, dass ihr die, wenn die feucht geworden sind, dann auch wieder so hinlegt, dass sie trocknen können, damit sie nicht schimmeln letztendlich. Die anderen Varianten sind übrigens waschbar. Dann gibt es tatsächlich fürs Schwimmen einen eigenen Futterbeutel. Der hat hier dieses Rollsystem und man kann da wirklich am Wasser dann mit dem Hund arbeiten. Wird ganz normal befüllt letztendlich und dann zugerollt und dann kann da keinerlei Wasser eindringen, sodass man ganz gemütlich mit Trockenfutter auch im Wasser mit einem Futterbeutel arbeiten kann. Und dann gibt es noch Varianten, die man ziemlich gut werfen kann. Da haben wir einmal hier diese runde Variante, die lässt sich tatsächlich wie eine Frisbee werfen und fliegt dadurch ein bisschen anders als die anderen, die hier liegen. Dann gibt es noch dieses Modell hier, der Futterball. Der ist tatsächlich so gedacht, dass der Hund seine Futterbelohnung sofort erhält. Das zeigen wir euch auch einmal mit der Alma nochmal, wie das aussehen könnte. Bleib. Okay, gut. Das heißt, der Hund kann im Prinzip sofort die Belohnung erhalten, wenn er bei diesem Ball ankommt. Jetzt tut sich die Alma gerade ein bisschen schwer, weil es falsch rumliegt. Es ist dann immer ein bisschen Glück oder Pech. Und sie kommt dann mit der Schnauze dazwischen. Genau, und kann sich dann ihre Belohnung selbst letztendlich holen. Man kann das entweder selbst aufheben oder wenn der Hund ein Bringsignal hat, kann er es dann danach natürlich auch noch bringen. Wichtig ist einfach, dass der Hund Spaß an diesem Spielzeug hat, weil er, wie gesagt, sofort seine Futterbelohnung erhält und nicht erst wie bei den anderen Futterbeuteln, wenn er das zurückgebracht hat. Deswegen wird das sehr gern im Hundesport eingesetzt, bei Hunden, die mit normalen Bällchen nicht spielen, aber halt damit dann. Ebenfalls für den Hundesport sehr beliebt sind hier diese Foodbags. Lassen sich hier oben öffnen, auch befüllen und dann kann man damit halt dann letztendlich Zerrspiele machen oder es auch als Wurfspielzeug wieder einsetzen, je nach Belieben. Genau, das finden die Hunde super. Übrigens,
eigentlich nicht unbedingt als Futterbeutel gedacht, aber letztendlich kann man sie natürlich so auch einsetzen, die kleinen Pärchen aus dem Geruchsmemory. Auch die haben einen Klettverschluss. Auch hier kann man Futter einfüllen und letztendlich können die dann dementsprechend auch als Futterbeutel verwendet werden. Falls oder für den Transport unterwegs macht natürlich Sinn, sich noch so einen Karabiner mitzubestellen, weil mit dem kann man dann den Futterbeutel entweder einfach an den Hosenbund machen oder an die Bauchtasche oder Leckerchentasche, die man eventuell dann noch zusätzlich mit sich führt. Ebenfalls im Hundesport sehr beliebt ist unser kleiner Froschi, aber auch so für den Alltag. Den gibt es einmal hier in dieser kleinen Variante und in etwas größer. Der hat den Vorteil, dass er letztendlich sich hier auch mit einem Klett öffnen und befüllen lässt, sodass man die mitgelieferte Quietsche da reintun kann und natürlich auch wieder Futter. Noch ein kleiner Tipp, wenn Sie die Quietsche einsetzen und Ihr Hund zerstört relativ schnell Quietschen, dann können Sie die in der alten Socke noch einwickeln, so hält sie ein bisschen länger. Dieser Frosch lässt sich sehr gut an eine Schnur binden und dann ähnlich wie eine Hetzangel benutzen oder tatsächlich auch an der Hetzangel sehr gerne verwenden, aber letztendlich auch für Wurfspiele oder für Zerspiele ist er jetzt nicht so geeignet, weil er nicht so robust ist. Da ist dann unser Bungee-Tau besser geeignet. Genau, das heißt, wir haben hier für alle Bedürfnisse etwas, kleine Sachen eher für die Nasenarbeit, für jede Hundegröße den passenden Beutel, dann für den Hundesport was zum Zerren, zum Werfen, inklusive Quietsche oder halt auch, dass der Hund sogar sofort sich selbst belohnen kann und auch Frisbee-ähnlichen Futterbeutel. Also alles ist dabei und für die eher jagdlich interessierten Hunde natürlich auch noch mit Echtfell, sodass ihr wirklich die absolute Auswahl habt. Ich hoffe, ihr habt jetzt einen guten Überblick bekommen zu unseren Beuteln und wir freuen uns auf eure Bestellung.